Hallo und herzlich willkommen bei einer Runde FIFA 15 Classic gegen Limerick. Das Special Spiel auf diesem Channel. Und ja, Robin, was sagst du dazu? Wir haben es angekündigt, Classic gegen Limerick. Wir haben in einem Video als einen Kommentar gesehen, wo ein Nutzer gefragt hat, wann das Spiel endlich rauskommen wird. Und wir haben uns entschlossen, wir spielen es jetzt und stellen es euch zur Verfügung. Ja, nach einigen Schwierigkeiten bei der Aufnahme haben wir es jetzt endlich geschafft. Alles läuft wunderprächtig und wir können die Folge heute doch noch raushauen. Ihr habt gerade die Ausstellung gesehen. Ich bin Classic, euer Florian, und Robin ist Limerick. Und ja, Robin, was hast du zu deiner Ausstellung? Ja, da kann man nicht viel zu sagen. Limerick hat einfach nur eine beschissene Ausstellung. Und das auch, weil zwei meiner, na gut, Lieblingsspieler ist nicht, aber zwei meiner liebsten Spieler aus Limerick, sagen wir es so, fehlen, nämlich in Irland war ja jetzt auch die Winterpause oder Sommerpause, je nachdem was jetzt war, und die haben die einfach verkauft, die Penner. Tja. Und die haben jetzt keinen McManus und keinen Gaffney, und die zwei Spieler haben mir eigentlich relativ immer den Arsch gerettet, aber die gibt's nicht, jetzt nicht mehr. Ja. Und Florian, was sagst du zu deiner Aufstellung? Ja, ich habe natürlich Classic genommen, weil ich nicht der Pro-FIFA-Gamer bin, was auch nicht erwartet werden soll. Dafür bist du zuständig. Du bist unser Pro-Spieler bei FIFA. Das ganz einfach daran liegt, dass du es länger spielst als ich. Ja, nee, ist klar. Ja, ist auch so. Es liegt nur da. Limerick hat in der Gesamtbewertung einen halben Stern. Das ist die schlechteste... 52 Angriff, 54 Mittelfeld und 56 Defensive. Ja, das ist nämlich die schlechteste Mannschaft aus ganz FIFA. Und ich habe Classic genommen, die... mit 5 Sternen und ganz und den Spielern alle. Warte, was? Classic ist die beste Mannschaft aus FIFA. Von der Gesamtwertung aller Spiele einzeln und auch in der Gesamtwertung sind sie eigentlich einfach die besten. Ich hab grad den Faden verloren. Suche mal. In der Ecke ist schon. Warte, wo? Ah, ich hab gefunden. Du warst wieder von deiner Aufstellung dran. Ja, ich weiß. Ich hab mir auch wieder gefunden gerade. Hast mich wieder mal unterbrochen, du Sack. Komm, aber. Ja. Jetzt habe ich wegen dir wieder verloren. Aufstellung! Ja. Deine Aufstellung! Hetz mich nicht. Ja, also der Kader. Ja. Der Kader von Classic ist nur mit Spielern besetzt, die eine Wertung von 90 und darüber haben. Nein, es gibt auch zwei Spieler, die haben unter 90. Ja, 85 und... Nee, 88. Ja, 88 und 89 dann halt. Ist Boniek war, glaube ich, und... Facetti auch, oder? Nee, das ist doch 92. Keine Ahnung. Auf jeden Fall sind die alle gut. Zur Formation, bei Classic ist das scheißegal, weil die alle gut sind eigentlich, egal was man macht. Man könnte auch den Torwart in den Sturm stellen. Und, ja. Bei Limerick sollte man darauf achten, möglichst die besseren Spieler aufzustellen, weil... Sonst passiert einfach nur Scheiße. Und da Limerick jetzt alle Spieler, also keiner Spieler ist über... Warte, die haben... Kein Spieler ist über 58. Nicht einer. Nicht, hat das kein 60er? Nicht einer. Oha. Der beste Spieler ist Tracy mit 56. Wir wissen schon, wie das Spiel ausgehen wird, denn das Aufnahmeprogramm erlaubt es nur, wenn es schon aufgenommen wurde, dabei zu reden. Ja, leider ist das so. Deshalb das wissen wir es, wie es ausgeht, und es ist ein sehr vielversprechendes Spiel. Das wird doch sehr lustig. Und ja, aber noch lustiger wäre es, wenn das während des Spielens aufgenommen werden könnte, denn da haben wir so manchmal unsere Anfälle, vor allen Dingen Florian ist ganz schlimm in dem ja, Bereich. Ja, ich raste immer zu aus. Ja. Ich bin voll der Robin in dieser Angelegenheit. Achso, ja, hast du recht. Ja, wenn da man vorbeischießt, ey, da ist kein Halt mehr. Da fliegt der Fernseher hochkant aus dem Zimmer raus und ja, auch wenn es Robin seiner ist, ist scheißegal. Hauptsache irgendwas fliegt. Und wenn es Robin selber ist, wenn er aus dem Fenster geschlagen wird. Wenn du es schaffst? Ich glaube nicht, nein. Ja. Für mich, ja, also es werden heute wahrscheinlich keine Folgen mehr folgen, zumindest nicht mit uns beiden zusammen, weil wir nachher noch Training haben. Ja, aber ich spiele Fußball, ja, für die, die es nicht wissen. Ja, wir sind einer der, wir sind die Top-Spieler, die Stars von gar nichts.
Die Stars von 23.000 Lappen. Ja, unsere Mannschaft ist die beste Mannschaft, die beste von den schlechtesten. Aber darum geht es ja gerade gar nicht. Nein. Wir wollen. Ja, da nochmal einen kleinen Gruß an Viktoria Dovan. Danke, ja. Jungs. Ja, Mann. Und natürlich an Noah Schneider. Karneval war Beste. Du weißt, was ihr meint. Noah, ich hab dich gefeiert, Junge. Ich hab dich wirklich gefeiert, das als du auf der Bühne stand und versucht hast abzutanzen. Ich fand das einfach nur so herrlich. Ich auch, richtig geil, Mann. Hätten wir das aufgenommen, wir hätten es garantiert hochgeladen. Und wir hätten Millionen von Klicks bekommen. 100%. Und Millionen von Euros. Wir hätten es dann alle auf der Goldenen Nacht wieder getroffen. Goldene Nacht? Die Goldenen Yacht. Die Goldenen Yacht? Ja, Goldene Yacht. Falls du nicht weißt, was eine Yacht ist, das ist ein Schiff. Nein! Doch! Nein! Ein großes Schiff. Oh ja. Oh, was kann man darauf machen? Ich glaube, man kann darauf reiten. Oh Gott. Ich fische ja so gerne. Nee. So Yachten. Was fischst du denn so? Yachten. Wie kann man denn im Garten fischen? Yachten! Ah. Nicht Plattdeutsch. Ach so. Yachten! Ja, Schiffe, Yachten! Was sind Yachten eigentlich? Schiffe. Ach so, was kann man darauf machen? Angeln. Oh, und was angelst du so? Yachten. Ah. Das ist interessant. Ja, scheint. Was ist, weißt du, was ich immer gerne angel? Ich will es, glaube ich, gar nicht wissen. Fisch. Nein. Doch. Wie kommst du darauf? Keine Ahnung. Ich mag halt gerne Backfischen, den angel ich mir eben gerne. So. Ich habe gedacht, du angelst ja manche Mädchen. Yeah. Für alle Frauen, die gerade zuhören. Robin und ich sind Single. Vielleicht setze ich gleich am Bildschirm noch ein Foto von Florian ein. Na, besser nicht, du. Dann gehen ja alle weg, du. Wenn von hinten kriegt man Bock, von vorne einen Schock. Alter. Hast du ja in den Spiegel geschaut, wa? Ist Spiegel im Arsch gegangen. Wie soll das nicht verraten? Nee, hier geht's wieder rund. Ja, zur Halbzeit 1-0 verdient. Und ich sage das wirklich selten, dass ein Gegner, der in Führung liegt, verdient in Führung liegt. Weil das ist wirklich sehr selten, dass ich das so empfinde. Weil gerade wenn wir zusammen ohne FIFA zocken, ist es meistens so, dass er tausende Chancen hat. Und ich einfach mit dem Ballglück wieder gerade noch so den Ball zum Beispiel mit Manuel Neuer, mit irgendjemand anderem aus dem Tor rausfischen kann, bevor der reingeht. Und da wirklich aber auch noch eine Szene kommen, die daran sehr wohl erinnern wird. Ja. Und und dann beim nächsten Angriff. Konter. Ein Angriff, Tor, Robin zigtausend Angriffe, auch vielleicht ein Tor, ich direkt beim ersten Mal. Das passiert aber auch meistens nur mit Classic. Dazu wird ich auch noch ein Beispiel kommen mit direkt ein Tor, aber ich verrate mal nicht zu viel. Ja. Robin? Ja. Du bist der übelste Spoiler. Ich bin kein Spoiler, ich bin Spawner. Spawn gern. Wo spawnst du denn? Hinter Busch. Ach, du auch? Ich habe mich mal gewundert, warum es so stinkt da. Hörst du's? Die Zuschauer lachen sich gerade kaputt wegen dem Witz. Nein, ich glaube nicht. Ah, ich glaube nicht. Nein. Ich glaube, die lachen eher über dein Aussehen, aber nicht über meinen Witz. Die sehen mich auch. Ja, klar. Ja, hi. Die gucken doch alle unsere Videos. Mhm. Ja, jeder einzelne Zuschauer muss mal ranzoomen. Das ist natürlich einer unserer, ne, unserer. Ihr braucht ihn gar nicht zu hören, ist ein typischer Hauptschüler. Soll ich mal was sagen? Ja. Die Hälfte unserer Zuschauer sind Hauptschüler. Und du bist selber einer. Ist mir ja. Die Hauptschule, die sind ein bisschen schlauer im Gegensatz zu dir. Robin, ich gehe auch auf diese Hauptschule. Ich weiß, deswegen bist du dumm. Was? Seht ihr das dumm? Ja, Vor allem war ich ein Doofheitstest, ein Dummheitstest. Dummheitstest? Du bist nachts. Ja. Ja? Alles ist dunkel. Ja. Kommt dir ein Licht entgegen, also zwei Lichter kommen dir entgegen. Ja. Was ist das? Steht mein Auto. Ja, was für eins? Ein Fiat, ein Honda, ein Mercedes. Was ist das für eins? Siehst du, du bist doof. Kommt dir ein Licht entgegen. Was ist das? Motor? Könnte aber auch ein Fahrrad sein, also siehst du bist doof. Alter. So, jetzt müsstest du mir eigentlich was stellen, eine Frage, ne? Ich habe keine Frage. Ein Doofheitstest für mich. Und zwar, du siehst auf der Straße eine Frau. Ja. Hochhackige Schuhe. Ja. Ganz enge Hose. Ja. Löcher überall. Ja. Richtig eng. Ja. Und richtig nutzig. Was ist es?
Ey, Alter, woher kannst du meinen Schlafanzug? Ich habe einfach einen viel einfacheren Dummer. Es ist viel einfacher. Bist du dumm? Also, es heißt, es ist eine Nutte. Ja, ja, aber welche? Deine Schwester, deine Mutter? Alter. So muss ich jetzt kommen. Nein, siehst du, er hat nicht beantworten können. Er ist dumm. Alter. Nein, du machst das viel zu kompliziert. Du frag doch einfach die Leute. Ja, du musst einfach mal fragen. Bist du dumm? Ja. Ah, siehst du. Dann fahr doch viel einfacher. Ja. Ja. Warum stand ich gerade mit Classic im Abseits? Das geht nicht, das stand nicht in meiner Vertragsbeschreibung. Classic steht nie im Abseits. Muss halt mal ein Tor für geben, ist hier. Stimmt, oh. Ja. Hi. An diesem Punkt nochmal ein bisschen Werbung. Ka-ching. Und zwar für den Skrillox LP und für den Skrill Army TV. Klar und clever schauen bei Skrill Army TV. Kleidung clever klauen bei Skrillox. Auf jeden Fall, schaut mal bei denen auf dem Kanal vorbei. Sie sind auch noch am Anfang, so wie wir. Auch Freunde von uns, bitte liked sie, abonniert sie, schreibt Tipps in die Kommentare bei denen. Genau wie bei uns, da sieht man gerade übrigens so einen schönen Store. Ja, ja, und schreibt den einfach mal in die Kommentare, was euch gefällt an denen, was euch nicht gefällt. Abonniert sie, lasst einen Daumen hoch da. Das würde uns und denen selber natürlich auch sehr gut gefallen. Ja. Wenn ihr uns nicht abonniert habt, abonniert uns auch nochmal bitte. Sehr wichtig, sehr wichtig. Und wenn ihr Freunde habt, es gibt auch Leute, die keine Freunde haben. Zum Beispiel? Du. Ach so. Ja, ich auch, aber empfehlt uns bitte an euren Freunden weiter. Wir wollen ein bisschen wachsen. Wer Facebook hat, stellt es ruhig auf Facebook. Irgendeinen Link mit einer Beschreibung drunter von euch selber, wie ihr es findet und empfehlt. Dazu muss man gerade noch was sagen an der Stelle. Das war ein Freischlusstor von mir, meinerseits. Ich habe am Anfang, habe ich das erwähnt, dass ich überhaupt keine Freischlüsse schießen kann? Ich habe bisher noch nie einen Freischluss getroffen. Bei Robin schon gar nicht. Bei mir zu Hause, ich arbeite 78 beschissene Spielminuten in FIFA an so einem behinderten Tor. Und dann schießt er einen Freischluss an sein erstes Tor. Da habe ich einen Anfall bekommen, aber zum Glück für meinen Controller habe ich es geschafft, gerade noch ein Tor zu schießen. Das wäre ein Nix-Controller, der in Aufschwung wäre, ne? Oh. Ja. Wo waren wir gerade stehen geblieben? Du hast aber dann erzählt. Ich habe was erzählt. Wäre gut, wenn ihr uns teilt oder so. Achso, genau. Fänden wir auch super, das wäre einfacher, als es den Leuten einfach so zu zeigen. Wer kein Facebook hat, macht es normal. Geht auf YouTube und haltet, wenn ihr bei Handy habt, haltet ihr einfach mal auf das Video gedrückt, Link URL kopieren und dann geht ihr auf WhatsApp oder auf was auch immer und fügt den Link einfach unten in den... Oder ihr geht einfach auf den Bildschirm, oben rechts ist so ein kleines Dreieck, würde ich so sagen, sieht aus wie ein kleines Dreieck. Da geht ihr drauf und habt ihr alle Möglichkeiten, um es zu teilen, WhatsApp, Facebook, einfach draufklicken und teilen. Das ist nämlich eine einfache Variante. Ich mach's aber anders. Hey, du bist von Behnern. Nö, ich bin Hauptschüler. Hey, du bist dumm. Bist du dumm? Ja. Siehst du. Kein Duft, als das bin auch. Siehst du, du lernst schneller zu. Ja. Die letzten Minuten dieses Spiels schreiten voran. Aber ich habe noch einen Flachwitz. Oh wei. Was ist das Lieblingsgetränk von einem Boss und einem Chef? Natürlich das Leitungswasser. Ja. Yeah. Ja, Mann. Gehen zwei Blondinen auf der Straße, sagt ihr eine, ich will auch mal in der Mitte gehen. Aber das war's jetzt auch erstmal von uns. Bleibt frisch, bleibt uns treu. Ciao. Haust.